Erwartungsgemäß war der Handel in Europa heute unfassbar spannend wieder am US-Feiertag. Scherz beiseite. Es ist natürlich wieder mal nichts passiert. Die Europäer können nicht eigenständig eine Börse sozusagen unterhalten oder die Märkte unterhalten, die Finanzmärkte unterhalten. Aber es gibt auch einiges Interessantes heute zu berichten. Zum Beispiel, dass Bitcoin jetzt offiziell in einem Bärenmarkt ist, aber es charttechnisch doch Hoffnung gibt für die Krypto-Freunde auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Wirtschaft global im Abschwung ist, die Aktienmärkte aber feiern, weil sie sich sagen, hey cool, dann sinken doch die Zinsen und dann wird alles gut, dass aber die Zinsen sinken, weil eben die Wirtschaft abschwingt, wodurch die Unternehmen weniger verdienen und auch die Margen sinken dürften, das ist offenkundig erst in einer zweiten intellektuellen Transferleistung dann wirklich zu erreichen. Aber schauen wir uns das Setup heute mal an. Wir hatten ja, oder ich hatte schon gezeigt, die wirklich schwachen Daten aus den USA. Die negative Überraschung bei den Wirtschaftsdaten ist jetzt so groß wie seit 9 Jahren nicht mehr, und das ist eine ganze Menge. Der Juni war schlecht, der Juli hat sehr, sehr schlecht angefangen. Morgen kommen die US-Arbeitsmarktdaten und da dürfte die Erwartung nicht allzu hoch sein. Zudem wir hier sehen, dass die Arbeitslosenquote in den USA jetzt über gleitende Durchschnitte gestiegen ist, nämlich den 36er monatlichen MA, und wenn das passiert ist, und das gab es 10 Mal seit dem Jahr 1952, kam unmittelbar zeitnah eine Rezession. Das dürfte auch diesmal so sein, und die Daten deuten ja immer mehr darauf hin. Und deswegen dürfte die Fed nach diesen Daten, die sich jetzt eben zuletzt gehäuft haben, das dürfte bei der Fed durchaus was auslösen, auch wenn es im gestrigen Fed-Protokoll hieß, dass einige Mitglieder sogar sagen, also es könnte sein, dass wir die Zinsen anheben müssen, aber das Modell von Michael Sarve, der ein hervorragender Prognostiker ist, sagt, nein, das wird nicht passieren. Die Fed wird den gleichen Fehler begehen wahrscheinlich wie vor einigen Jahren, als man eben zu spät, nämlich 2022, die Zinsen angehoben hat, und jetzt wird man sie wahrscheinlich zu spät senken, so sagt Michael Sarve. Ja, das würde durchaus Sinn machen, aber schauen wir uns mal das globale Picture an für die Wirtschaft. Macro Surprises. Und da sehen wir, alle sind jetzt negativ. Die USA, Europa, Japan wie auch China. Japan war ja besonders negativ, ist jetzt ein bisschen weniger negativ, aber wir hatten ja ein schrumpfendes BIP in Japan, und das trotz der Geldpolitik der Japaner. Die Notenbank hat ja alles aufgekauft, was irgendwie nicht schnell genug auf den Baum gekommen ist. Und wir haben jetzt aktuelle Daten heute aus Kanada. S&P Global Services PMI 47,1, das bestätigt so ein bisschen das, was gestern zu sehen war in den USA beim ISM Service Index, der ja auch unter die Marke von 50 gerutscht ist, die erwarteten Neuaufträge so gering wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Also das Bild verdichtet sich jetzt immer mehr, dass wir einen Abschwung haben, deswegen ist die Zinshoffnung natürlich durchaus berechtigt jetzt nach diesen Daten, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Die Frage ist nur, ja, aber was passiert dann eben mit den Gewinnen der Unternehmen, wenn dem so ist? Und all das wird auch bestätigt wieder mal durch tolle Daten aus Deutschland. Auftragseingänge der Industrie, deutliche Minus zum Vormonat und 8,6% zum Vorjahresmonat, minus 13,3% innerhalb von 2 Jahren. Also das ist schon, da kann man sagen, was man will, keine Verschwörungstheorie zu sagen, dass wir hier in einem Prozess der Deindustrialisierung sind. Die Daten zeigen es schlichtweg. Alles andere ist letztendlich Schönfärberei. Und das sagt auch der gute Jörg Krämer von der Commerzbank. Nicht nur die Auftragseingänge eben der Industrie, sondern IFO war schwächer, die Einkaufsmanager-Indizes waren schwächer, und von einem kräftigen Aufschwung ist daher weit und breit nichts zu sehen, wie Krämer sagt, auch wenn die Konjunkturoptimisten, die meistens in der Bundesregierung sitzen und mit H oder mit S anfangen, das Ganze nicht wahrhaben wollen. Was haben wir noch? Wir haben dann auch eben für diese Bundesregierung eine ziemliche Hiobsbotschaft. Nicht nur, dass Nordvolt jetzt die Pläne überprüft in Sachen Heide, hier in Norddeutschland, da will man ja dieses Batteriewerk bauen, auf das so viele Hoffnungen gesetzt werden. Aber jetzt ist Folgendes passiert, nämlich die Wirtschaftsprüfer haben gesagt, wir geben keine Bestätigung für
die Vermögenswerte von Northvolt, die angeblich 60 Milliarden Dollar betragen sollen. Und jetzt erinnern wir uns, es ist noch nicht so fürchterlich lange her, als eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sich geweigert hat, die Vermögensbestände einer Firma namens Wirecard anzuerkennen. Damit will ich nicht sagen, dass Northvolt Wirecard ist, aber es ist schon sehr, wie soll ich sagen, verdächtig oder das stinkt zum Himmel, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sich weigert, hier Vermögenswerte zu testieren. Und all das ist natürlich, ja, hat ein Geschmäckle im Mindesten, wenn sich das Ganze nochmal aufklären sollte. Aber gucken wir mal an, wie Northvolt eigentlich aufgestellt ist. Man hat nämlich heftige Verluste geschrieben, 1,1 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und man produziert ja vor allem Batterien, die dann in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden sollen. Aber jetzt ist es mit dem Absatz von Elektrofahrzeugen nicht mehr so großartig der Fall. Wir sehen zum Beispiel bei Tesla, deren Aktien ja so massiv gestiegen sind. Die Produktion aber von Autos bei Tesla ist so tief wie seit 7 Jahren nicht mehr und die wissen warum. Also da ist durchaus für die Bundesregierung wieder eine neue Botschaft da, die bedenklich ist, nachdem wir jetzt gestern schon diesen Stellenabbau bei CureVac, auch einer der Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft hinter BioNTech, war ja das sozusagen auch ein ganz heißes Eisen damals in Corona, aber jetzt wird fast jede dritte Stelle dort gestrichen. Kommen wir zu unserem Nachbarland, La France. Heute eine Anleiheauktion, die ziemlich gut gelaufen ist. Also die Panik, die Sorge ist so ein bisschen verflüchtigt, kann man sagen, in Sachen Frankreich. Morgan Stanley jetzt auch, Mensch, kaufen Sie Frankreich-Aktien, das Wahlrisiko sinkt immer mehr. Und da bezieht man sich zum Beispiel auf Umfragen, nachdem Le Pens Partei Rassemblement National ein bisschen verliert in den Umfragen, nachdem ja viele Politiker verschiedener Parteien in Frankreich gesagt haben, also das gibt Chaos, liebe Leute, wählt auf keinen Fall den Rassemblement National, aber viele werden es trotzdem tun, vor allem die Jungen tun es. Schauen wir uns mal an, was wahrscheinlich in der Tagesschau nicht berichtet wird, nämlich dass besonders die Jungen rechts wählen oder ganz links wählen, während Macron-Wähler in der Regel über 70 sind, also die Alten, denen jetzt nicht unbedingt die Zukunft gehört. Hier sehen wir das mal, zwischen 18 und 24 wählt jeder Dritte die Partei von Le Pen, 33%, dagegen 48% die linke Volksfront, während eben die Alten zum Beispiel über 70 nur zu 29% Rassemblement National wählen, nur zu 18% die linke Volksfront. Und Ensemble, also die Partei von, oder das Parteienbündnis von Macron, dagegen hier stärkste Partei ist. Also das zeigte, dass die Zukunftsaussichten jetzt nicht dafür sprechen, dass eben Parteien der Mitte, wenn man es mal so sagen will, hier den Siegeszug davontragen, sondern dass die Dinge sich eher weiter radikalisieren, denn die über 70-Jährigen sterben irgendwann weg. Und die Jungen, die scheinen doch anders gelagert zu sein. Die EZB hat jetzt über ihren ehemaligen Chefvolkswirt, der ist ja nicht mehr im Amt, nämlich der Belgier Prät, der sagte also, die Hürden sollten sehr, sehr hoch sein. Die Märkte sollten sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass die EZB hilft, wenn das mal gefährlich werden sollte. Es gibt übrigens das Gerücht, auf das geht Prät ein, dass Lagarde so als Art eine Brandlöscherin, Feuerlöscherin sozusagen nach Frankreich zurückkehren könnte, um dort die politischen Geschicke wieder in die Hand zu nehmen. Sie war ja Finanzministerin und hat auch mit der Justiz nur geringfügigen Ärger gehabt bisher. Also das ist eine klare Ansage. Deutschland hatte ja schon davor gewarnt, nein, auf keinen Fall da intervenieren, um zum Beispiel französische Staatsanleihen zu kaufen. Hier sehen wir nochmal, hatte ich heute Morgen schon gezeigt, die Verschuldung Frankreichs 5,5% zum BIP. Aber auch andere Länder wie Italien, Spanien, Belgien auch, darüber spricht kaum jemand, sehr, sehr stark verschuldet. Und, wenn wir jetzt bei der Politik bleiben, aber mal den Kontinent wechseln, Biden hat gesagt, okay, ich habe es vermasselt in der Fernsehdebatte, aber wir werden Donald Trump schlagen. Also, er will noch nicht aufgeben, auch wenn immer mehr Absetzbewegungen stattfinden vom guten Biden. Trump dagegen verhält sich taktisch sehr geschickt derzeit, er hält nämlich schlicht den Mund. Er hatte heute eigentlich ein Interview, das hat er jetzt kurzfristig abgesagt. Warum? Weil er eine Kernregel der Politik befolgt, störe nie deine politischen Gegner, wenn die sich selbst zerlegen. Und das passiert offenkundig bei den Demokraten derzeit. Und jetzt auch die Meldung
Oder die Aussage von Trump, also Russland sei bereit, den Dialog wieder aufzunehmen unter einer neuen Regierung in den USA. Er ist ja so mit Putin. Und in der Tat, wenn dieser Ukraine-Krieg enden sollte, dann wahrscheinlich, weil eben Trump und Putin irgendwie Buddies sind. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ja, was für ein Verhältnis besteht da eigentlich? Es ist ja nicht zufällig, dass Trump von einer Reise nach St. Petersburg zurückkehrte und am ersten Tag nach seiner Rückkehr in die USA gesagt hat, ich werde Politiker, ich bewerbe mich jetzt. Wer weiß, was da passiert ist, Spekulation, aber natürlich schon auffällig immer gewesen während seiner Amtszeit, dass die beiden ganz dicke sind. Kommen wir jetzt zu Bitcoin, minus 23% vom März hoch. Wir sind unter die Marke heute gerutscht von 57.000 Dollar und haben damit eigentlich eine Kernunterstützung durchbrochen, aber es gibt Hoffnung für die Krypto-Bullen, denn wir haben im RSE eine positive Divergenz. Das könnte das Schlimmste erstmal abwenden. Und die Frage ist, Bitcoin ist ja oft ein ganz guter Frühindikator, was an den Märkten passiert. Ist es jetzt so, dass die Märkte nach unten gehen oder Bitcoin wieder nach oben geht und die Aktienmärkte bleiben oben, wo sie derzeit sind? Und man ist ja da euphorisch ohne Ende. Gucken wir uns mal die großen Tech-Aktien an, die die ganze Rallye hier gestützt haben. Vor allem eine Tesla und eine Amazon sind extrem überkauft. Die anderen sind nur überkauft, in Anführungszeichen. Also es ist natürlich überhaupt kein Problem. Diese Überkauftheit kann natürlich auch länger bestehen. Und dann kommt Goldman Sachs hier mit ein bisschen Bärenpornografie und sagt, die exzessive Bullishness, die könnte darauf hindeuten, dass ein Top nahe ist, aber das Aktienmärkte steigen immer, meine Damen und Herren, dafür sind sie ja da. Und kommen wir wieder zur Geopolitik, aber das ist sehr wichtig. Heute habe ich gelesen, dass der Chef einer ganz, ganz großen Reederei hier in Deutschland gesagt hat, also wir beschleunigen jetzt unsere Schiffe wieder, damit wir unsere Liefervereinbarungen einhalten können. Warum sagt er das? Weil die eben jetzt über das Kap der guten Hoffnung fahren müssen, dadurch natürlich viel Zeit verlieren. Das versuchen sie jetzt durch erhöhte Geschwindigkeit auszugleichen. Das aber wiederum steigert natürlich die Kosten für Treibstoff. Ohnehin die Fahrt ja länger, wenn ich die jetzt noch schneller mache, dann steigt der Treibstoffverbrauch nochmal zusätzlich an. Und auch die Eskalation erstmal der Hisbollah, hier 200 Raketen und Drohnen hat man auf israelische Basen hier abgefeuert, nachdem gestern ja die Israelis einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah getötet haben. Aber jetzt hier nochmal zu diesem Text oder zu dieser Geschichte mit den Reedereien und den Angriffen der Houthis, die ja dafür sorgen, dass die Schiffe nicht mehr durch den Suezkanal, sondern eben um das Kap der guten Hoffnung fahren müssen. Jetzt hat Russland gesagt, wir werden den Houthis Anti-Ship Ballistic Cruise Missiles verkaufen. Also Russland stattet sozusagen die Houthis jetzt mit Waffen aus. Das wird die Houthis wahrscheinlich in die Lage versetzen, ewig damit weiterzumachen. Und der Reedereichef hatte heute auch gesagt, den ich vorhin schon angesprochen hatte oder den ich vorhin erwähnt hatte, ja, eigentlich habe ich gedacht, das wird nicht so lange dauern. Aber wie lange geht diese Geschichte mit den Houthis schon richtig lange? Die haben jetzt gedroht. Also wenn dieser Flugzeugträger Theodore Roosevelt, der Amerikaner, jetzt ins Rote Meer fährt, dann werden wir den attackieren. Also da sehen wir, wie die Dinge auch nicht besser werden. Aber es gibt zumindest für den Westen, wenn man jetzt gegen die BRICS-Staaten ist, eine gute Nachricht. Indonesien, immerhin nach Indien, China und den USA, viertbevölkerungsreichstes Land der Welt, wendet sich von den BRICS ab und erhebt Zölle gegen China, weil man sagt, ihr habt Überkapazitäten, ihr macht unseren Markt kaputt. Hochinteressant, werden Sie in Deutschland sonst wohl kaum lesen, würde ich mal vermuten, aber bei Finanzmarktwelt gerne weiterempfehlen über die Social-Media-Button. Dann Macron und die Wahlen in Frankreich. Sollte man jetzt Frankreich-Aktien kaufen, die ja zuletzt verprügelt wurden? Fragezeichen. Morgan Stanley ist sehr, sehr optimistisch und sagt, das wird schon gut gehen, aber die Gefahr ist, dass gar nichts passiert, dass ein hängendes Parlament kommt, Hang Parlament, also dass niemand wirklich eine klare Mehrheit hat. So oder so, Macron müsste dann, auch wenn Le Pen nicht die absolute Mehrheit hat, wahrscheinlich einen linken Ministerpräsident ernennen, und das dürfte auch für die Finanzmärkte aus meiner Sicht jetzt nicht so hervorragend sein, weil der bestimmte Wahlversprechen durchsetzen will. Und abschließend, meine Damen und Herren, JP Morgan, stehen wir da vor einer Korrektur, die Aktie ja massiv gestiegen, Regionalbanken unter Druck, aber die Dickfische, die sozusagen die dicke Kohle haben, die sind bisher die Profiteure. Aber der liebe Marius Schweiz hat mir
diesen Artikel hier zukommen lassen, den ich Ihnen dringend empfehle, denn das könnte ein Indikator sein für die Aktienmärkte an der Wall Street insgesamt. Also diese drei Empfehlungen gerne weiterempfehlen über diese Social-Media-Button, die Nils Sorge. Servus und ciao.